Schädeln zu sein. Eieieiei, die Geschichte kenne ich. Da darf ich Ihnen eins sagen, der Leutnant Mersey ist ein ausgezeichneter Offizier. Diese Bilder, die bekannt sind, das ist eine Ironie. Ich kann mich erinnern, dass vor unseren Stellungen Hunderte von rebellischen Kongolesen abgeschossen wurden. Es ging nicht ganz friedlich zu. Ich glaube nicht, dass jemand daran zweifelt. Jedenfalls in dieser Zeit ist das passiert und Mersey hat Totenköpfe, die abgefressen waren von Insekten, ja, von Würmern und so weiter, hat er abgewaschen, nicht ausgekocht. Das ist eine schöne Geschichte, gut für die Presse. Und dabei ist er fotografiert worden. Und zwar, diese Fotos wurden gemacht, nicht weil er interessiert war an den Totenköpfen, denn er hatte schon einen, sondern die Presseleute wollten welche als Souvenir mitnehmen. Er hat sie nicht ausgekocht, sondern er hat sie in Wasser getaucht mit Seife und hat sie sauber gemacht, das alles. Und als sie zurückkam, kam sie mit Totenköpfen auf Spießen und lachten und haben sie amüsiert. Captain Miller, hier haben wir einen für Sie, heben Sie sich den auf. Und dann hat mir einen Totenkopf gereicht, ich habe ihn auf den Blumenständer gestellt. Da stand er. Ja, nein, mein Lieber, das ist nicht für den Blumenständer. Und dann hat er mich schön in meine feuerrote Decke eingepackt und in meine Kiste gelegt. Ich habe ihn nicht mitgenommen, ist ganz klar. Warum? Ich glaube, der deutsche Zoll hätte sich wahrscheinlich gewundert, wenn da jemand mit dem Totenkopf ankommt. Herr Major, wir sitzen uns ja nun hier als Europäer im winterlich unterkühlten Europa gegenüber. Uns fällt die Vorstellung schwer, dass ein Mensch, der vor ihren Linien lag, innerhalb weniger Stunden oder Tage als Mensch aufhörte zu existieren. Wie sah das nun aus? In 3 bis 4 Tagen war ein Mensch kein Mensch mehr, nur noch ein Stückchen Knochen mit einer Uniform oder irgendwelchen Klamotten bedeckt. Wir hörten jede Nacht die Schakale, aber ich möchte sagen, das ist weniger der Arbeit dieser Viecher gewesen als eben der Würmer. Ich habe verschiedene Fotos, wo man eindeutig die Spuren der Tiere erkennt, die auf und ab marschieren und einen Kadaver auffressen. Leider Gottes. Ich meine, wir sind Menschen und ich bedauere es, dass selbst Rebellen dieses Malheur passiert. Ich beurteile Menschen, ob sie gegen mich oder für mich sind, immer als gleich. Sie sind Menschen. Ja. Sie haben nur eine andere Ideologie. Ich knüpfe mal an das Wort Malheur an. Ja. Es gab in Ihrer Nachbarschaft auch den Leutnant Lou, ja, aus Südafrika. Richtig. Und Leutnant Lou hatte Kontakt zu Filmleuten aus Italien gewonnen. Ja. Jacopetti ist erschienen und hat dort einen Dokumentarfilm, oder richtig, wie ihr es nennen, ja, wollt, gedreht. Das ist auch ein Malheur. Auch ein Malheur? Ja. Gualtiero Jacopetti, wegen Sexualvergehen an Minderjährigen 2-mal eingesperrt, bevor er in den Kongo ging, ließ seine Ariflex synchron zu den Maschinenpistolen rattern. 3 Negerjungen, die singend den Weg des Stoßtrupps kreuzen, wurden wie in einer Studioinszenierung erschossen. Den Todeskampf eines Freiheitskämpfers, dem auf Bestellung in Gesicht und in den Leib geschossen wurde, filmte Jacopetti aus 20 Zentimeter Entfernung. Wir hörten, dass in einer Plantage oder in der Umgehung von einer Plantage, Bandaka war der Name, Rebellen tätig sind. Und ich habe Leutnant Lou den Auftrag gegeben, klären Sie auf, was da los ist, erkunden Sie, machen Sie die notwendigen Schritte. Lou switchte ab mit seinem Verein und als er zurückkam, sagte er, ja, wir haben 1 oder 2 Mann getötet und ein paar Häuser verbrannt.
Was war nun mit Giacopetti, dem Italiener? Giacopetti kam gerade an, als der... Lou auszog. Lou auszog. Giacopetti, ich erhielt eine Information des Verteidigungsministeriums, also von General Mobutu, dass es berechtigt ist, Fotoaufnahmen zu machen und dass es berechtigt ist, bei der Einnahme von Buende zu operieren. Ich weiß, Giacopetti arbeitet als ein guter Regisseur. Vielleicht hat er gesagt, hören Sie mal, hier ist ein Mann zu erschießen, stellen Sie mal ein bisschen links, damit die Sonne ein bisschen besser scheint. Also. Aber ich kann nicht sagen, was damals passiert ist. Das hat mir weder Lou noch irgendein anderer erzählt. Ich weiß lediglich, dass damals Aufnahmen gemacht wurden von Leuten, die erschossen wurden. Darüber ist ausführlich berichtet worden von der Presse. Leider, leider. Herr Major, wir haben im Verlauf unseres Gespräches schon ein paar Namen von Deutschen genannt. Mhm. Das waren doch großenteils junge Leute. Also ja. Nicht wie Sie, Jahrgang 1920, sondern wesentlich später. Ich bin ein Veteran. Sie sind ein Veteran, ja. Nein. Sie haben auch so etwas wie, ich möchte einmal sagen, wenn ich an Ihre Schilderung des Juni 1941 denke, so etwas wie eine antibolschewistische Tradition bereits. Richtig. Ja. Aber diese jungen Leute doch nicht. Ja. Was hat die nach dem Kongo geführt? Als wir in Johannesburg waren, wurde gesagt, wir machen eine Jägerjagd, eine Jagd auf Neger oder so etwas. Wir machen eine tolle Sache. Keine Gefahr, alles okay, es ist nur gegen die Rebellen. Herr Major, war denn nun alles okay? Denken wir doch mal an einen der jungen Deutschen, die Sie in Ihrem Kommando hatten. Ich meine den Fritz Kötteritsch. Fritz Kötteritsch und sein Schicksal in aller ist gefallen, als ich versuchte, Buende zu nehmen. Mhm. Ich weiß nur, er war militärisch, hatte er eine Erfahrung? Ich darf vielleicht an dieser Stelle einfügen, dass Fritz Kötteritsch eine 3-jährige Ausbildung bei der Bundeswehr hinter sich gebracht hatte. Merci. Wie war sein Ende? Ein Brustschuss, ein Herzschuss. Er kann danach nicht eine Sekunde mehr gelebt haben. Nein, eigentlich. Er war sofort weg. Gab es gar keinen Zweifel. Das war also das Ende von Fritz Kötteritsch. Aber es gibt noch andere Namen. Köhlert, Nestler, ja. Welcher stand Ihnen am nächsten von diesen? Ich möchte ehrlich sagen, Köhlert war das, was er als Kamerad bezeichnen könnte. Kopfschuss, tot. Immediately, sofort. Herr Major, was ging in Ihrem Kopf vor, sofern Sie einen Deutschen zur letzten Ruhe begleitet haben? Ja, ich habe, um es ehrlich zu sagen, ich habe um jeden Soldat getrauert. Ob er deutsch ist oder ein anderer. Ich habe jeden als Mensch genommen, wie ich ihn vorher kannte. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat der frühere Bundeswehr-Unteroffizier Köhlert genauso bedauert wie irgendein anderer Soldat. Und Köhlert war für mich ein Soldat des Westens. Und Nestler war ein Soldat des Westens. Und trotzdem ist mit diesem Handwerk eben das Risiko verbunden, zu sterben. Selbstverständlich. Und wie haben Sie ihn das hätte ich ja auch erleben können. Ja, ja. Jeder hätte es erleben können. Es war mehr oder minder Zufall. Dass Sie überlebt haben. Ja. Es gibt da Bilder, die Sie in dem Amt des Leichenredners darstellen.